Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dani Roypé. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Hallöchen, ja. So, was ist denn in der letzten Folge passiert? Dani, klär uns auf. Ja, wir sind in eine wunderschöne Mansion reingegangen. In ein wunderschönes Hotel. Ja, Hotel, Villa, Dingenskirchen. Das war nicht so schön und ja, meine Familie und Freunde sind alle in Porträts verwandelt worden und ich will einfach nur hier raus. Ja. Und die einfach zurücklassen. Genau. Da ist mein Hund. Hallo. Wir haben Staub verloren. Taschenmappe. Ja, der Hund will dir offenbar was sagen. Ja. Genau. Also ich hatte eigentlich nur ein bisschen quälen oder so. Ja. Alte. Alte Ausschauer nach solchen grünen Lampen. Was ist mit der hier? Schön. Und Donut. Das ist auch schön. Das ist in real life, ey. Mhm. Ich auch. Nur leider muss man da immer wieder Geld reinwerfen. Ich sehe schon, das ist das richtige Spiel für Dani. Well, hey. Nee, ich meine, er wird reich. Noch mehr Geld! Was will er denn mit dem ganzen Geld machen? Ich kann spinnen. Weil. Wenn dann erstmal die Spinnen kommen und dich holen. Komm, echt Spinnen, boah. Ja. Was, verdammt. Ich will nicht mehr. Ich muss die Spinnen in Skyrim nicht rein, ey. Versuch mal ZL und ZR zu drücken. Wow! Ja. Okay. Hm. Also, so kannst du eine Schockwelle auslösen. Okay. Ich glaube, wir sollten weitergehen, ne? Und ist wieder irgendwas. Ich glaube, das kannst du aber noch nicht einsammeln. Okay. Ja, okay. Ja, gut, okay, ne? Haben wir schon wieder ein Spiel kaputt gemacht. Ja. Kannst auch auf den Knopf drücken. Kannst auf den Knopf drücken. Geht doch nicht. Ja. Ding dong, palim palim. Ding dong, palim palim. Ich habe ja noch eine Chance. Ah. Ach, wir sind schon wieder ganz unten. Ja, du bist wieder in der Lobby. Aha. Du bist also von der fünften Etage aus in den Keller gefallen. Ja, stimmt aber auch nicht. Ich bin nicht durchgekreuzt. Ich bin aber hier. Was? Hat denen was gegeben, ne? Oh. Ja, okay. Jetzt geht's los. Du musst alle Geister besiegen. Umdrehen. Oh. Ja, du musst ihn einsaugen und ihn dann entgegensetzen jetzt zu denen ziehen. Also erst. Ja, siehst du? Er versucht dir zu helfen. Oh, komm mal. Und den linken Stick zu dir hinziehen. Okay. Nachdem du den Geist angesaugt hast. Genau am Lernen. Ja. Gib mir nur etwas Zeit. Gib mir nur etwas Zeit. Es ging ja nur um Leben und Tod. Ah. Und jetzt sogar. Muss auch immer ZR gedrückt lassen. Nachdem du ihn geblendet hast. Du musst nicht immer A gedrückt lassen. Jetzt sogar. Und nochmal! Okay. Okay.
Oh nein! Du schaffst es! Naja, da haben wir es verdammt. Na, ich hab den Hocken auf. Ja, macht sehr gut. Das geht auch. Da. Komm nicht so nah. Komm mir nicht zu nah. Bleib weg von mir. Mit mir im Schrank gebannt. Okay. Oh, yeah. Sobald alle Geister besiegt sind, verschwinden auf die Gitter. Okay, das ist schon mal. Und du kannst dich weiter ansehen. Wow. Ja, was willst du? Falsch verbunden. Da hat ich jemand verarscht. Ja, wie ein Edelstein. Den kriegst du noch nicht. Ich will mir was ansaugen und dann dagegen schmeißen. Da oben ist was runter. Geld? Geld? Ja. Geld? 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 Ich sehe schon. Ich seh schon, der Nero geht voll auf Schatzsuche. Geld? Geld, 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 Geld. Er ist Mr. Krabs. Passt auf, Leute. Versteckt euer Geld. Ja, du musst relativ gut zielen. Und das war ein Zielding. Ja, da ist dein Zielding. Nein, das geht nicht. Weil du eine spätere Fähigkeit dafür brauchst. Was ist da? Okay. Da ist doch gerade Geld. Das schöne Geld. Ding. Okay. Dankeschön. Oh nein, du hast dein Porträt abgeschossen. Jetzt kommt da Geld runter. Oh geil, guck dir an, wie viel Geld da runterkommt. Hab ich ja gar nicht gesehen. Das Wichtigste, da unten ist eine Lampe, hab ich gesehen. Ein Schlüssel. Hm. Und Geld. Johannes wichtig. Ja. Hm. Wenn du nicht weiter weißt, drück ZL und ZR. Was? ZL und ZR gleichzeitig drücken. Guck mal. Siehst du? Ja. Ja. In jeder Etage gibt es 6 Edelsteine einzusammeln. Den hat er eh noch so. An was denn? An Verständnis. Oder da musst du auch oder eine einsammeln. Das muss man auch in den anderen teilen. Wow. Nein. Ne, warte, halt den 2- und 3-Bands-Kristalle. Aber du hast den Schlüssel gefunden. Geld. Richtige Not. Mein Luigi's Mailman in Menschen 1, da konntest du zum Millionär werden. Das war auch wichtig. Das Geld war wichtig. So, hab ich jetzt da unten mehr oder weniger nur den Dings ja aktiviert, den Aufzug. Hier den, als ich da drauf gedrückt habe, oder? Nee, du kannst da reingehen, aber ich würde da jetzt nicht reingehen, weil im Moment ist der Aufzug noch für dich vollkommen unnötig. Auch wenn ich es selbst sagen würde, für die Aufzüge sind so viel besser als Treppen. Das stimmt. Der Hund ist da darin verschwunden, vielleicht solltest du reingehen. Übrigens, kannst du durch diese Löcher durchschauen. Ja. Versuch's mal. Das will ich. Okay. Da hat sich jemand erschreckt. Was? Goldene Spinnen. Hin, Fledermäuse, Ratten und noch andere Dinge. So solltest du mit dem Stroboblitz, so heißt diese Fähigkeit, mit denen du Gegner blenden kannst, blenden, wenden oder direkt aufsaugen. Das kannst du aber noch nicht machen, weil dir was fehlt. Dir fehlt noch was. Behalte es in der Hinterhand.
Meinst du das? Du hast ja Vandalismus betrieben, aber niemand hat's gesehen. Ja, gucken wir nochmal, was hier ist. Cool. Wow! Touch! No touch! Das wäre ein Aufzug. Ja. Okay. Hm. Okay. Na. Sieh dir das an. Oh, der. Ja, kennst du ihn noch? Ja. Den verrückten Professor. Ja, der irgendwie in jedem Luigi's Mansion Teil vorkam. Und auch auf seltsame Art und Weise in Mario Party 6. Ah. Hä? Ja. Ah, ich bin so klug. Ach, du bist so klug. Die war doch dieser Edelstein. Joink. Joink. Ja, was anderes. Ja, weil du schon in der zweiten Etage bist. Was? Nein, Stuhl, geh weg. Nein, Stuhl. Geh weg, Stuhl. Böser Stuhl. Ich glaube, du hast den Stuhl kaputt gemacht. Oh Gott, ich meine. Guck, dieses Bild. Es ist so wunderschön. Es ist wunderschön. Das ist verstörend, ja. Es ist verstörend und wunderschön. Geld. Also ich die ganze Atmosphäre ruinieren, wenn ich die ganze Zeit meinen Staubsauger sauber mache. Ich mache hier nur sauber. Ich bin ja nur der Klempner. Oh Gott, ist da ein Kopf. Da ist ein Kopf auf dem Tisch. Oh, da bin ich anziehen. Oh, das sieht doch schön aus. Ja genau, mach die ganze Kleidung kaputt. Oh Gott. Geld. Da freut er sich. Oh, das ist ein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Oh, yeah. Genau. Ein Schlüssel noch. Und dann nimmst du da auch noch, was sehe ich gerade. Nicht aktivierbare. Vielleicht nicht die beste hier mit nicht aktivierbare Klamotten, ja? Ja. Um zu packen. Moment. Da ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Im Spiegelbild. Aber warum nicht hier? Was? Behalte das mal im Hinterkopf. Warum? Weil du es noch nicht machen kannst. Och Mann. Aber keine Sorge. Er hatte gerade einen Kopf, der noch nicht aufschlitzt. Ja, du musst alle Geister besiegen. Und das. Da hat er Spaß dran. Ja. Ja, mit der Steuerung hat er irgendwie Probleme. Ja, die Steuerung ist ein bisschen seltsam. Oh, nee, die kann ich. Okay. Ja.
Oh. Verschwinden jetzt mal nicht die Blutzeit. Was ist denn sowas passiert? Ja? Du einfach in die Tür reingehst von deiner Haustür und dann ist auf einmal dein Schlüssel. Dieser verdammte Hund, ne? Ich glaube, du magst ihn nicht, ne? Ja, ich guck mal das Pin an. Geld! Das ist die sogenannte Düsterlampe. Hast du das gesehen? Oh, yeah. Ja. Oh. Oh, yes. Jetzt krieg ich noch viel mehr Geld. Du kannst mit Hilfe der Düsterlampe unsichtbare Gegenstände sichtbar machen. Ja. Deswegen halte immer die Augen offen, wenn du so ein Bild siehst und leuchtest mit der Düsterlampe an oder da irgendwo hin, wo du denkst, dass da was sein könnte. Du hast einen Schädel. Das ist eine Perle, die ist noch ein bisschen mehr wert als Gold. Du musst alle Lichter aufsaugen. Erst dann wird die Truhe sichtbar. Oh, Herzen. Ja, ist egal, du kriegst genügend Herzen. Vielleicht auch nicht. Da kommst du nicht weiter. Man muss aber doch gucken. Ja, man muss gucken. Hallo, Hundi. Ich nehme jetzt mal an, es wird auch irgendwie so Hinweise geben, wenn hier irgendwie was versteckt ist oder so, ne? Ja, du kannst da zum Beispiel auch Fußspuren von anderen verfolgen, wie zum Beispiel deinem Hund. Ich muss jetzt nicht hier die ganze Zeit stehen hier machen, um irgendwie was zu finden oder so, nehme ich jetzt mal an. Ja, soll sich auf jeden Fall oben gucken mit der Düsterlampe. Da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Dazu, Luigi, du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Klingt eine gute Idee, ja. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Das klingt überhaupt nicht nach mir, ja. Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir nicht. Also gut. Ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Emanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Ja, und dann gehen wir direkt nach Hause. Hey, der neue Schreckweg FL-U, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Und dann schnell raus. Alles klar. Finde ich gut, dein Plan. Können wir gerne so machen. Ja. Die anderen im Stich lassen. Gut. Oh Mann. Warum bist du so gemein, ey? Komm, wir retten die anderen. Die anderen im Stich lassen. Alles klar. Hey, Luigi. Sieh dir das da drüben mal an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Oh, das war... Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? 20. 25. Ich überlege mal unten irgendwas. Ich glaube nicht.
Wow! Luigi, sieh mal, das ist Geld, und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man das trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Überhaupt nicht. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst. Dann finde ich das eine echt gute Idee. Wir verstehen uns immer besser. So. Oh ja. Was zum... Oh. Da hat jemand alle Aufzugsknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Oh ja. Oh ja, Mann. Was geht hier eigentlich vor? Beim Mysterium können wir uns wohl auch später. Dem Mysterium können wir uns auch später noch widmen. Jetzt drück erstmal den Aufzugsknopf B1. Knopf. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Uhren und Blätter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auch weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Wir werden die Aufzugsknöpfe benötigen. Ding Dong. Dann machen wir das mal. Nein. Ist auch so lila. Auto. Luigi, wo willst du denn hin? Wir müssen schnell jetzt mein Auto aufsuchen. Okay, schon wieder falsch, habe ich mich schon wieder verirrt. Glaube ja. Du Kleiner. Was willst du eigentlich? Komm, staub doch. Stopp! Wie stopp? Leuchte das Bild an. Ja. Hey, hey! Dann haben die in jeder Etage eine andere Form, oder was? Ja. Also, ich habe mich schon gefragt, warum die alle so verschieden aussehen. Was? Wer? Ich? What? Ja, ich glaube, den solltest du erledigen. Das ist ein Bossgeist. Darling. Was? Das war nicht. Da nehmen. Soll ich ihn auf den anderen lassen? Das war ein Knacklau. Voll brutal, ey. Aber du hast Spaß daran, ne? Nein, ich bin kaputt gegangen. Ich noch lange. Okay. Das Milchshakes? Milchshakes? Keine Ahnung. Nein. Von dir aus so aus. Das sind keine Milchshakes. Aber du solltest es einsammeln. Okay. Oh. Oh. Eins und fünf. Hoho, das sind definitiv Aufzugsknöpfe. Ich hätte gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat. Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Und das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Pack ich in meiner rechten. Luigi! Hoppu! Tata tata! Oh! Okay.
Nase. Was ist das Ding von den großen Ostern? Huff! Pampam! Uyama! Luigi! Luigi! Was? Der ist krank, der Typ. Luigi, mach den Mund zu, sonst kommt Fliegen rein. Rein mit dir. Na klar. Klar. Wow. Wow. Das ist Labor erreicht. Wow. Willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportablen Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert, was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Man hat mich hereingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Sie sagte damals, verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich konnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an. Doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Damit sind auch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hattest. Auch König Buhu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Diese Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mit jetzt zu übergeben. Ah, okay. So weit, so gut. Dann fang fleißig weiter, Geister, und denk daran, immer normal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Ich will mich ehrlich gesagt nicht umbringen, also... Oh, natürlich, du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Ich nenne sie Virtual Boo oder kurz VB. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Stimmt gar nicht. Wart's ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Dann würde sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Ja, über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgaben du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Oder noch. Diesen Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Got it. Nice. Alles klar. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Ja, okay, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir auch das Teamspiel wählen können. Glaube ich zumindest. Ich erstmal hier. Na, hier, mehr Spieler. Okay, Polterpark. Ah, nee, das ist das noch nicht. Zum Titelbildschirm. Nee, wir sind noch nicht so weit.
Halt. Das heißt also für mich, ist es noch nicht so weit mitzukommen. Ja. Aber du kannst hier deine Geister und deine Juwelen ansehen. Schon länger, 5 Stunden. Ja. Seltene Geister, aber ich glaube, ich nenne mal eine Phase. Das sind Bossgeister. Willkommen. Ja. Willkommen, okay, ich verstehe es. Willkommen. Huhus. Oh, ist okay. Hier siehst du deine Juwelen, die du bis jetzt gefunden hast. Ja. Also, oh mein Gott! Das sind ganz schön viele Etagen, ne? Ja. Also, ich würde mal sagen, wie viele Minuten haben wir? 31. Dann würde ich sagen, dann ist es jetzt mal der perfekte Zeitpunkt, um hier einen Cut zu setzen. Ja. Dann geht es im nächsten Mal weiter. Ja. Ciao, ciao. Ciao.